Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Regnum. Ja, ich habe jetzt mal einen neuen Charakter gemacht, der Level Killer, weil mich das einfach nervt, weil mich die ganze Zeit irgendwelche armen Leute abschießen müssen, wenn ich level. Und da werde ich etwas dagegen tun und jetzt kommt da der Level Killer. Wir gehen direkt ins Reich, in die Warzone und killen alle. Level Killer. Nein, Scherz. Wir machen zuerst den Charakter besser natürlich. Es wird ein Jäger, damit wir uns ungehindert zu den Level Killer begeben können und dort ja Ausschau halten, ob es irgendwo Level Killer gibt, die ich Level Killer killen kann. Oh mein Gott. Ja, dafür mach einfach viel Level, viele Items, die werde ich mir natürlich besorgen. Oh, bin ich schwach. Oh, ein Schutzschild. Boah, das stärkste Schild, das es gibt. Das wird jetzt nicht ein Ersatz für die Monika. Nein, die Monika bleibt der Hauptcharakter. Hier werde ich nur ab und zu ein bisschen aufnehmen, aber nicht weniger bei der Monika, sondern einfach gleich viel plus der Zusatz hier. Jo, ja, was soll ich groß sagen? Es wird natürlich ein Tarncharakter, der sich auf Tarn beruht und ja, ein guter Killer hoffentlich. Ohne dass ich dann Angst habe oder so. Sollte schon killen können, dann gute Items holen. Kurzbogen. Wir nehmen Langbogen natürlich. So, und hier wissen wir nichts. Bei Beweglichkeit könnten wir noch was killen, aber wir können ja noch nichts. Wir sind noch jung, erst Level 3. Ja, ich habe ein bisschen angefangen, als ich Video hochgeladen habe, dadurch nicht aufnehmen konnte, sorry. Aber eben, ich kann nicht alles zeigen bei diesem Charakter auch noch. Und bei der Monika mache ich es ja auch nicht eigentlich. Ich zeige eigentlich nur das Wichtigste hier, das Spannendste. Und der Rest zeige ich dann bei der Monika. Wir müssen hier ein paar Sachen killen. Wir haben hier einen Trainingsbogen. Da müssen wir Level 3 sein. Wir machen zuerst die Level, damit wir die Puppen besser und schneller kaputt machen können. Dazu killen wir hier ein paar Wölfchen und sonstige Kreaturen. Gibt es nicht Kreaturen, die blau sind hier? Gehen wir mal hier unten durch. Ja, später wird es dann noch ein bisschen spannender. Bekommen wir die Pets und sonst Dinge. Aber wir müssen zuerst Level 10 werden. Und ja, das geht halt einige Zeit. Aber ich hoffe, genug schnell, um das dann schön zu zeigen, bevor ich einschlafe, weil es ist ungefähr 11 Uhr und ich war den ganzen Tag wach, habe Champions League geschaut, Bayern München gegen Manchester United und sonst, ja, bin ich einfach, habe herumgefaulenzt und ja, jetzt möchte ich eigentlich ins Bett, aber ja, ich bin halt müde jetzt einfach. Aber ich nehme trotzdem noch auf. Wieso nicht? Oh, jetzt sind wir im Sumpf. Das letzte Mal waren wir im Ringgebiet. Ja, da drüben bei Nelson. Oder habe ich das auch gezeigt, wie ich mit der Monika hier reingegangen bin? Keine Ahnung.
So, mit dem Level Killer Killer werde ich natürlich auch ein bisschen farmen. Und die Items werde ich dann auch verschenken. Aber ich sammle nur Items ein, die besser sind als blau. Oder? Ja. Besser sind als blau, also. Das wird es wahrscheinlich sehr selten sein. Geht Richtung Kalmar-Insel sind wir ja gegangen. Wie weit müssen wir denn raus? Ach, shit. Jetzt habe ich das schon wieder zu spät gesehen. Item mal. Komm, laden. Leichtes Pferd. Sirtis kaufen. Haben wir immerhin ein Pferd für diesen Charakter. Level. Killt die Schwachen. Killt die Level Killer. Helft mir sie zu killen. Nein. Also, easy mode. Yeah. Wenigstens am Pferd. Easy mode. Mit dem werde ich wahrscheinlich einen Wolf oder so nehmen. Keine Ahnung. Aber zuerst werde ich mal den Level. Und dann können wir uns noch ein bisschen weiter raus. Wow. Wieso ist der Trashcan eigentlich hier drin? Das ist ja mega böse, wenn man aus Versehen auf den Trashcan kommt. Völliger Trash. So, Dele, abgeben. Juhu, Level up. Ein Level und nochmals ein Level. Cool. So, wir nehmen hier den Trainingsbogen in die Hand. Nehmen hier ein paar Quests an. Gehen hier rüber. Was hast du so? Ah, du hast Fell-Sachen. Also das ist der Schwache, ja. Das Fleisch können wir kaufen. Hier, Bernstein, Schutzschild. So, jetzt haben wir Geld. Jetzt nehmen wir Brustpanzer. Bärenfellpanzer, oder? Ist eigentlich egal. So, so und so. Gekauft und wieder Level up. Überall haben wir Quests. Wir haben 3 Quests. Dann machen wir noch ein bisschen mehr. 5, das ist Maximum. Also jetzt müssen wir die Übungspuppen töten. Töten, tönt ein bisschen komisch. Easy Mode. Langweilig. So kann der Kampf nicht actionreicher sein. Das ist hier Hinterhalt. Ausweichen. Machen wir nicht bei den Übungspuppen. Der stirbt wieder, der Arakon, der Leichte. Der ist immer online. Kann der auch mal nicht online sein? Und da fluckt's auch.
Also wir können dann später sehr gut ausweichen, so sollte uns ein bisschen besser fallen, Gegner zu killen, als bei der Beschwörerin. Je nachdem. Natürlich haben wir da auch eine genug große Stärke, um auch andere Leute zu killen, die halt Leveler killen. Wir sind die Anti-Leveler-Killer-Einheit. Ich mache hier wahrscheinlich einen eigenen Clan auf von Level-Killer-Killer, die dann die Level-Killer töten. Oh mein Gott. Vielleicht sind wir dann auch Spione, die das Reich unterstützen, indem wir ausspionieren. Eine Gilde voller Jäger, das wäre geil. Können natürlich auch Barbaren hineinkommen oder irgendwelche anderen Klassen. Aber eben Jäger ist am besten geeignet, da wir sie nicht fliehen dürfen. Also Ding, oder? Aber das wäre geil, wenn wir mit den Jägern uns anschleichen, dann mit den Hexen kommen, stunnen. Und mit den Schützen und dann mit den Barbaren töten. Oh je, wäre das geil. Aber eben so tun die Level-Killer an Punkte kommen. Und das ist scheiße. Man sollte in einer Schlacht auch so an Königreich Punkte kommen. Und nicht durch irgendwas anderes. So, geht in Richtung Draneberg, Malawald. Okay, und ich bin ein bisschen heißer, sorry dafür. Ich bin zu heiß für andere. Ich bin viel zu heiß fürs Aufnehmen. Der Dranauberg ist dann hier rechts oben. Da gehen wir auch noch kurz hin. Natürlich. Aber hier müssen wir erstmal den Jungen finden. Ethiriel. Der ist irgendwo hinter einem Baum. Dort. So, natürlich die Bären töten. Hungriger Bär, da müssen wir schauen, welche die richtigen sind. Das ist nämlich Bärenjunges. Wir brauchen hungrige Bären. Da ist einer zum Beispiel. Ja, leveln wir zuerst so ein bisschen hoch. Bei den Grünen ist es am leichtesten. Das ist doch scheiße. Wegen was? Das ist erst ab Level 50. Gerade gut.
Vielleicht hätten wir andere Quests zuerst machen sollen. Die haben wir natürlich nicht angenommen, weil ich abgelenkt war. Aber wir schaffen das schon. Also am Anfang geht es ja noch relativ schnell. Später könnte man sich wünschen, wenn es so schnell geht. Aber leider nur bei wenig Levels. Wieso gibt es keine Heiltränke? Das reicht. Ich will jetzt das letzte Level haben. Die letzte Erfahrung für das Level.